Wer bucht ein Medium für Engel und Geistführer? Diese Frage wird mir gestellt von Menschen, die nicht meine Klienten sind, weil sie sich nicht vorstellen können, weil sie nicht wissen, wie meine Arbeit aussieht, wobei meine Arbeit helfen kann und so schauen meine Haare aus, wenn ich sie versuche zu stylen. Oh Gott. Dafür habe ich kein Händchen. Welche Art von Menschen buchen mich? Buchen Einzelsitzungen bei mir, buchen meine Kurse? Es ist vielleicht nicht ganz so, wie du es dir denkst. Und vielleicht ist es genauso. Darum geht es heute. Ich habe einfach gedacht, es macht Spaß, das mal als Videothema zu nehmen. Es sind nicht Menschen, die einen Wahrsager suchen, einen Hellseher suchen, die alle Entscheidungen abgeben wollen, die keine Eigenverantwortung tragen wollen, die einen Schuldigen suchen, die gern in ihrer Opferrolle bleiben wollen, denen es langweilig ist, die nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit oder die versuchen, in ihrer Langeweile was Besonderes zu sein oder was Besonderes zu machen oder die von mir hören wollen, du bist so toll. Solche Menschen sind es nicht. Ich muss da immer an einen lieben Freund von mir denken, aus Studienzeiten noch, der, also wir haben nicht das gleiche Studium gemacht, aber zusammen studiert und zusammen gelernt damals. Und als wir uns getroffen haben, als ich mich schon selbstständig gemacht hatte, hat er zu mir gesagt: Danke, Inge, dass du mir immer deine Newsletter schickst. Ich leite sie an alle gelangweilten Hausfrauen weiter, die ich kenne. Und dann mussten wir beide lachen. Es ist übrigens ein Mensch, der mich und meine Fähigkeiten schätzt. Keine Sorge, alles gut. Es war einfach nur lustig. Und ich habe dann drüber nachgedacht und mir gedacht, ist mein Klientel, sind das gelangweilte Hausfrauen? Aber das stimmt überhaupt nicht. Denn mich buchen Menschen, die... Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil natürlich sind solche Frauen auch dabei, die ein Hausfrauendasein haben, wogegen ja überhaupt nichts zu sagen ist und irgendwie neue Inputs oder neue Impulse sich wünschen. Auch solche Klienten habe ich selbstverständlich und ist ja alles wunderbar. Also bitte nicht als Angriff verstehen. Aber welche Menschen buchen mich? Aus verschiedensten Berufsgruppen, was ich persönlich sehr mag, weil ich es spannend finde, aus verschiedensten Lebenssituationen heraus, finde ich auch spannend. Das Einzige, was ich wahrscheinlich sicher sagen kann, wer mich nicht oder sehr wenig bucht, sind sehr junge Menschen. Also mein Klientel beginnt dann erst so, ich sage immer, in einem Alter, wo man schon die Erfahrung gemacht hat, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Also, dass das Leben durchaus auch mal anders sein kann, als wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, Erwachsensein erreicht haben und schon ein paar Erfahrungen gesammelt haben und dann merken, hoppla, irgendwas ist da vielleicht anders, als ich mir das immer vorgestellt habe oder als die Gesellschaft mir gesagt hat oder als ich in meiner Ausbildung gelernt habe oder. Also das sind meine Klienten, die wissen, es gibt mehr als das, was so ganz offensichtlich da ist im Leben, in Beziehungen, im Beruf, in der Gesundheit. Die wissen, es gibt was dahinter, die vielleicht selbst, sehr viele davon haben selbst eine sehr ausgeprägte Intuition, sehr viele davon sind selbst energetisch, spirituell tätig, als Heiler, als Medien, als Energetiker, als Heilpraktiker und so weiter, systemische Aufstellungen. Ganz viele verschiedene Aspekte. Sehr viele sind auch in einem sehr klassischen Business, wie Büro, Management, Selbstständigkeit aus allen Bereichen, die du dir vorstellen kannst. Nein, alle nicht. Aber vielleicht bekommt es noch. Also aus sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen und die einfach wissen, da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde als das, was uns so landläufig beigebracht wird. Es gibt mehr. Und die selbst spüren, okay, ich habe ja selbst Wahrnehmungen und die sind nicht immer logisch und die bringen mich aber auf einen guten Weg. Und ich habe Klienten, die oft auch nochmal einen Blick von oben auf ihr Leben sich wünschen oder auf eine bestimmte Situation. Oder die sagen, ich habe hier schon eine klare Wahrnehmung, aber das ist so ein großes Thema, da möchte ich noch eine zweite
Meinung dazu, wobei Meinung ja nicht stimmt. Ich kann es ja auch nur weitergeben, was mir gezeigt wird, was ich wahrnehme als Medium. Es kommt ja nicht von mir als Mensch, sondern ich bin ja nur Übermittler. Menschen, die sagen, okay, ich bin mit meinem Leben so, wie es ist, nicht mehr zufrieden. Ich bin bereit, was zu ändern, aber was und wie und wann ist der richtige Zeitpunkt und wo liegen meine Fähigkeiten und wie kann ich sie noch besser einsetzen, was kann ich tun, um meine Beziehung zu meinem Partner, Eltern, Kindern, Kollegen, Freunden noch besser zu machen. Also ich habe Menschen in meinen Sitzungen, die sehr eigenverantwortlich sind, die sehr mit den Füßen im Leben stehen, mit beiden Beinen im Leben stehen, so heißt es, die sehr bereit sind, was zu tun, die sehr bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen, die sehr bereit sind, neue Sichtweisen in ihr Leben zu bringen, die sehr bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen, um in ihrem Lebensweg zu sein, in ihrer Berufung zu sein, die Lust haben drauf, sich zu entwickeln, die keine Scheu haben, auch mal mutig zu sein, auch mal eine große Veränderung zu durchleben, auch wenn es vielleicht manchmal ein Sprung ins Ungewisse ist. Und da sage ich immer, stell nur die Fragen, deren Antworten du auch verkraften kannst, weil manchmal ist es schon ein bisschen so, ups, okay. Und jetzt weiß ich es und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ja? Meistens sind meine Sitzungen sehr unterstützend, sehr bestätigend, aber es kann natürlich alles dabei sein, das ist klar. Und darum geht es. Menschen, die wachsam sind, die bewusst sind, die einen Zugang zur Spiritualität haben, die mit wachen Augen durchs Leben gehen, die bereit sind für Veränderung, die bereit sind, sich zu spüren, in den eigenen Weg zu gehen, in die eigene Mitte zu kommen und die nicht immer allen anderen die Schuld geben oder ich bin ja so arm, weil das Leben meint es nicht gut mit mir oder ich will das wissen und das wissen und das wissen und das sind Fakten außerhalb von mir. Also ich habe Klienten, die sich selbst als Schöpfer ihres Lebens auch schon erfahren haben, denen das bewusst ist, dass sie selbst etwas beitragen können dazu, dass ihr Leben sich anders entwickelt oder vertieft wird oder schöner wird oder freier wird oder was auch immer du dir wünschst, gesünder, mehr Fülle, mehr Freundschaften, mehr Beziehungen, mehr Freude, mehr Leichtigkeit. Die wissen, sie können was dazu beitragen, die bereit dazu sind und die auch offen sind dafür, Energien dafür anzunehmen, Energien dafür in ihr Leben reinzulassen und die wissen, es gibt Wesen, die uns liebevoll und unterstützend zur Seite stehen und wir haben diesen Zugang und wir haben diese Möglichkeiten, das anzunehmen. Wir dürfen Hilfe annehmen, wir dürfen diese Kräfte einladen und wir dürfen uns daran erfreuen. Und meine Klienten sind auch Menschen, die wissen, dass eine Sitzung bei mir nicht das ganze Leben plötzlich problemlos da sein lässt und ich floate nur noch durch mein Leben oder ich gleite durch mein Leben, sondern die wissen, okay, es hilft mir weiter in meinem Bewusstsein, in meiner Entwicklung, auf meinem Weg, bei meinen Themen und Fragen, aber jetzt liegt es auch an mir, wieder weiterzugehen und aus diesen Informationen mit diesen Energien etwas zu erschaffen, was zu machen. So würde ich meine Klienten beschreiben und vielleicht hattest du Spaß an diesem Video und freue ich mich, wenn du mir kurz einen Kommentar hinterlässt. Sind meine Klienten genauso, wie du gedacht hast, dass sie sind? Vielleicht bist ja genau du auch einer meiner Klienten schon gewesen oder hast vor, es zu werden. Dann schreib mir das auch kurz rein, wenn du Lust hast. Wir sind hier öffentlich, du musst nicht dein Innerstes an den Tag legen, sondern so, wie du dich wohlfühlst. Selbstverständlich freue ich mich über ein Abo, über ein Like auf meinem Kanal, bei meinen Videos und bis sehr bald!